Hamburg im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Stadt ist das Tor zur Welt und der Überseehandel macht Hamburg zu einer der Metropolen Europas. Als die Bilder gerade laufen lernten, eröffnete Paul Wilhelm Grell das Hansa-Theater und setzte damit den Grundstein einer Varieté-Bühne, die in kürzester Zeit Weltruf erlangt. Die Liste der Namen, die dem Haus bisher die Ehre gaben, ist lang. Der junge Hans Albers ließ sich hier bejubeln, Josephine Baker tanzte oben ohne ihren Charleston und Katharina Valente trat hier oft zusammen mit ihrer Mutter auf. Der spanische Clown Charlie Ribble wurde zum Publikumsmagnet, die Comedian Harmonies sangen Mein kleiner grüner Kaktus und Siegfried und Roy begannen in den 60er Jahren ihre Weltkarriere im Hansa-Theater. Dieses Juwel des internationalen Varieté ist bis heute bewahrt. Der Schah von Persien war Gast in diesem Hause und Theo Lingen hatte stets seinen Stammplatz in der 14. Reihe. Das geschichtsträchtige originale Ambiente wird mit großem Aufwand gepflegt und immer wieder restauriert. Alles ist original. Somit ist das Hansa-Varieté eines der ältesten Theater Hamburgs und verzaubert seine Besucher auch heute immer noch. Nach 108 Jahren hat das Hansa-Varieté-Theater nichts von seinem Glanz verloren und zieht täglich die Besucher in seinen Bann. Seien Sie unser Gast und erleben Sie internationales Varieté der Spitzenklasse. Treten Sie ein in das Hansa-Varieté-Theater. Wir täuschen wenigstens und sagen es auch. Das im Gegensatz zur Politik, da werden Sie arglistig getäuscht. Bei uns werden Sie getäuscht. Und die Krone der Täuschung, die zeigen wir Ihnen. Magie.
oder? Der Hagestum in Spanisch, übersetze es. Warum? Für die Spanier. Was? Zum Teil hier. Das ist egal, übersetze es. Joker, ach, du weißt es nicht. Du sprichst Spanisch und du weißt nicht, was das heißt. Aha. Kann ich ihn dann anrufen? Nein, du kannst nicht. 50-50.